Ich bin der heimliche Star in eurer KTB Gaming. Du weißt nicht mal, wie wir heißen. KTB. Soll das? P. Ja. Hallo? Ich will auch T-Shirts haben, wo KTB steht, ne? Ja, wir fertigen extra eins für dich an. Weil wir genug Material drei haben. Stück. Drei Stück. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Aber ich möchte nur eins so Peschis Gesicht drauf. Wenn Kennys Gesicht da drauf ist, dann verbrenne ich die. Stark. Oh, ich schlag dir die Zähne aus. Ey! Ey, was ist das denn? Ich werde da zweimal wieder. Mann, ey. Oh, ich hoffe, wird hier nicht schon wieder so ein Abfuck wie in der letzten Session. Kein Bock, hier wieder komplett durchzuflanken. Pesco. Boah, ihr blöden Pisser, Alter. Jawohl. Aggressivität plus 1, 20 jährige Karten. Und jetzt muss er rausnehmen. Ich wollte nur den Erfolg freischalten. Und das wäre natürlich gar nicht schlecht für die Mannschaft, gerade den Torjäger frühzeitig zu verlieren. Boah, ihr seid so behindert. Das darf man gegen mich nicht machen. Aber den muss er besser verteidigen. Boah. Auch noch ein Freistoß? Was? Was? Rot. Auch gelb. Wofür? Ich habe nicht mal was gesehen. Und er seilt da hinten in der Ecke schon wieder richtig einen ab. Du hast ja nichts gesehen? Nö. Jetzt mal in den Ball. Wir wollten doch beide zum Ball. Ja, ich wollte zum Ball grätschen, aber der Torwart hat ihn bekommen. Ja, ganz komisch. Und wir beide gelb, das geht nicht gut aus. Das wird die erste Folge, wo es eine rote Karte geben wird. Rot? Gelb-rot. Nochmal an die neuen Zuschauer. Die neuen T-Shirts sind raus. Auf der KTB Gaming Seite. www.ktb-gaming.de. Wie auch! Ah, ist auf jeden Fall gute Werbung. Also Leute, falls ihr auch mal anfangen wollt, für irgendwas werben zu lassen, nimmt keine Halbaffen. Ne? Sieht man ja hier, die können gar nichts. Oh Mann. So, und jetzt Ruhe hier, ich will das Spiel gewinnen, oder, beziehungsweise so lange, bis ich noch keine rote Karte habe. Steht das K für Kacklappen eigentlich? Ja. Hallo. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Nee, hat man noch nicht ich habe was anderes gehört. Kackbratze. Peschko. Oh, schade. Mann, ey, ich spiele auch nicht mehr ab vom Tor, das ist mir zu dämlich. Weiter! Ja! Boah, Ecke erkämpft, Mann. Ja, kann man nämlich auch. Er zieht ab! Er passt auf und wirft sich in den Schuss! Wieder nächste Ecke. Chance, noch eine Ecke. Nimm noch einen. Da kommt der Schuss! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Einer. Peschko. Gott sei Dank. Rot, der hat doch nah getreten. Das war zu hart. Rico. Rico 10. Riquinho! Riquinho. Warum hatte der kein brasilianisches Trikot an? Peschko! Ne! Kopfball von mir! Nicht mal bewegen. Das Spiel können wir nur gewinnen, wenn ich da Kopfbälle gewinne. Boah, ne, ich mache schon wieder viel zu viele Meter, ey. Ja, Gegentor, toll. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass. Ja, und Pass. Super beeindruckend, wie sie sich da ins Abseits schießen. Der Linienrichter hebt die Fahne. Abseitsfalle zugeschnitten. Da kam der Passfalle leicht einen Tick zu spät. Wo das denn? Das ist dann mal eine glasklare Abseitsposition. Darüber wird hier nicht diskutiert. Auch wenn es eine Torschance hätte gegeben. Oh, er sperrt ihn doch da. Jetzt die Schnauze voll. Ja, ich spiele jetzt mit offenem Visier, ne? Da ist mit einer gelben. Ja, ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße. Die dürfen machen, was sie wollen. Und da passiert wieder nichts. Das ist so typisch. Deswegen verlieren wir das Spiel auch noch. Gerade wegen solchen Situationen.
Er sperrt die. Oh, da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Ja, Abseits. Oh, wie die Abseitsfalle schnappt. Ey. Egal, so oder so. Schnapp, schnapp. Schnappi Karappi. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Alter. Oh! Ja! Ja! Schnappi hat zugeschnappt. Geil, mir das Schnappi. Ja, ich jubel mit all meinen Freunden. Ich stehe da einfach ganz alleine. Interessiert auch keinen, dass ihr führt. Ja! Und damit haben wir den ersten Treffer. Golder. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Boah, was wird das für ein geiles Spiel? Eine gelbe Karte, ein, zwei Tore und dann noch eine rote hinterher. Geil, ey. Spiel des Lebens. Komm, beiß dich! Jetzt setzt er ihn unter Druck. Der ist drin. Da geht er hin und faustet den Ball Mann, weg. Ey. Guter Ball nach draußen. Schnapp, schnapp. Janko. Ey! Hab ihn weg. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Boah, das wird sie, das wird sie. Oh Mann, warum macht er nur so einen Ausfallschritt? Ich hab sowas von Viereck gespammt. Nicht. Doch! So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Ja, Tor. Guter Pass. Das könnte... Und jetzt der Schuss. Oh. Fast der Ausgleich. Gute Gelegenheit. Aber der Ball geht knapp Mattes. Vorbei. Der Torwart hat da gut die Ecke spekuliert, ey. Ich springe jetzt einfach mal irgendwo hin. Hauptsache, kurz Eck ist auf. Oh! Wie kommen die gerade rein? Ja, Ricinho. Gibt's jetzt die Torchance? Da zieht er ab. Wenn er nimm den die macht, den. Ärgerlich. Maluda. Der weiße Maluda. Albino Maluda. Ich lieg gerade im Bett mit meiner KTP-Bettwäsche. Alter, Maul. Die gibt's doch gar nicht. Sieht gut aus, der Pass kommt. Oh. Mann, ey. Daraus kann nur... Das ist gerade so typisch auf diese Gegentor. Oh, ey, da kann nur ein Gegentor raus resultieren. Was ist das jetzt? Achso, ich dachte, der wirft den Ball einfach hin und... Oh, nee, war nichts. Nehmen wir nochmal wieder zurück in die Hand. Das wird gefährlich. Ja, Tor, come on. Und jetzt bin ich nämlich weg und ja. Zur Pause steht es 1-0, ein knapper Vorsprung. Der knapper Vorsprung. Das reicht. Noch steht es 0-0 bei Sande. Wen spielen die? Gegen Vosslapp oder so, ne? Oder auch nicht? Abbehausen. Ach ja, Abbe. Spielen die nicht sogar in ein, zwei Spieltagen gegen die erste? Durchgang 2. Abbehausen. Ja, nein, gegen Döns. Vosslapp. Achso, gegen unsere Hafentruppe. Was ist das denn? Ja, das ist so ein typischer Viererkettenspieler von uns. Einfach nie nach vorne, Leute. Was ist. Ja, so ein Pass spielt man nicht. Du siehst doch, wie weit der wegsteht. Ja, deck den ich auch decke, damit die Mitte offen ist. Oh! Nicht 5 Jahre für einen Einwurf. Ja, und lang. Den natze ich. Geh du hin, sonst natze ich den. Wird das seine Torchance? Ja, Tor. Bin weg. Schade. Er bleibt am Ball. Gut durchgesetzt. Was ist das denn? Jetzt die Flanke. Alter. Klasse gemacht vom Verteidiger. Rückpass. Meine Fresse. Was soll das denn? Boah. Freistoßentscheidung korrekt. Ey, das 5 Meter zurück. Janko.
Und jetzt haben sie den Ball. Oh ne, das war doch. Oh. Ja, Bude. Guten Pressi abgerissen. Ja, jetzt der Tod. Ja, Momentum rettet uns mal wieder. Janko. Den Ball kann er abfangen. Oh. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Hand. Er zieht ab, ganz stark abgeblockt. Peschko. Was sind das für Pässe? Wo spielen die gerade hin? Du mein Spieler. Was macht der? Anstatt den einmal ein Stück weiter links hinzulegen. Nö. Ich versuche den durch drei Leute durch zu passen. Janko. Über die Grätsche springt er einfach rüber. Jetzt läuft mein Spieler nicht mal zum Ball. Auf jeden Fall ziemlich cool ist er drauf. Gerade. Hört sich nur für die wichtigen Momente an. Der Angriff könnte was werden. Der Pass. Er schießt. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Und da kommt er an den Ball. Könnte sein, heute soll so ein Pass schon wieder am Boden liegt, ist tot, wenn man nicht zugezogen hat. So ein Mitspieler hätte wie mich. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Was ist? Also das ist überhaupt nicht mein Spiel. Ich weiß nicht, was mit dem Spieler gerade los ist, aber alles, was nicht passt, passt nicht. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Ich würde es nicht mal schaffen, jetzt noch eine Gelb-Rote zu kriegen. Ohne Scheiß. Oh, lass es. Du musst doch nicht probieren. Doch. Ich muss mir das beweisen, dass ich das noch in dem Spiel drauf habe. Du weißt lieber, dass du noch einen Tor machst. Sie holen sich den Ball. Nee, das kann ich ja. Weiß ich. Ich bin auch schon wieder viel zu viel außen, ey. Ich wünsche mir so... Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben harten Fuß. Auch auf dem Feld geht es hoch her. Das gibt Freistoß. Das ist... Nein! Genauso war das gestern auch. Nur, dass mein Spieler durch gewesen wäre zentral. Der Ball ist auf dem Weg zu ihm. Abpfiff. Ich so, nicht dein Ernst. Und es stand 2-2. Dann den Freistoß vergeigt. Gegentor. Nein! Das kann nicht. Aber ohne Druck keine Gefahr. Ja, der Wille ist zu spüren und man merkt, sie brauchen das Tor. Nicht nur 1-0 Gewinn in Liga 9. Das ist so blamabel, ohne Scheiß. Sprichwort. Pferd. Ja, springen. Ja, ich springe hier gleich richtig im Zappellappel. Peschko. Nicht sein, ey. Spring doch mit deinem Gesicht hin. Pisser. Oh, what a Strich. Ja! Ja!
Pass, aber der Ball wird abgeblockt. Hallo, moin, mein Name ist Michael Leis. Jetzt schießt er. Nein, ich laufe irgendwie weg. Wichtig, den Ball hat er sicher. Oh, die schießen doch, Eis, die schießt euch. Jetzt ist gleich nämlich wieder Anzeige, 2 Minuten Nachspielzeit. Im Endeffekt wieder eine halbe Stunde. Dauert länger als das ganze Spiel. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Wird der gut am Druck machen? Geh zur Eckfahne! Wie zeigt er es nochmal ein? Was hat er noch für eine Puste? Jawohl, ja. Die entscheidenden Sekunden gemacht. Jawohl, erster Sieg. 1-0, Malte Wobbe. Überraschend. So, warte. Oh, Aufstieg ist drin. Nächstes Spiel geht es um auch 13-5. Da müssen wir in Herren nicht drüber reden. Nicht reden. Nicht reden. Mach doch mal weiter. Ja. Sei. Oh. Nur mit Idioten hat man es hier zu tun, ganz ehrlich. Können wir ja auch die perfekt machen. So, jetzt nochmal so eine Leistung abrufen. M. Costa und dann hast du deinem Team wieder den Aufstieg beschert. Geschenkt. Die Fans heißt sind bereit. Übrigens das Programm, das Render-Programm. Schreibt mir siehst das mal. Zu Hause hoffentlich auch, Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolfuß und mir. Mit einem Unentschieden ist der Aufstieg fix. Ich denke aber, dass sie nicht auf diesen einen Punkt spielen sollten. Lieber Vollgas und vielleicht alles direkt mit einem Sieg klar machen. Wie hoch werden wir heute springen? Nehmen wir es komplett. Was wird Schnappi mit den Gegnern heute anstellen? Janko. Moin, Peschko. Schöne Flanke. Der kommt. Oh. Doppelpass. Oh. Und jetzt wird es Einwurf geben. Janko. Gut geklärt, das war wichtig. Nächster Versuch, ein weiterer Einwurf. Geht das Eingekessel schon wieder? Könntest du mir mal verraten, warum ich die Einwürfe mache? Janko. Gut gedacht, aber dann geht der Ball weil du im Hafen bist. Daneben. Naja, natürlich. Wie lange? Oh, jetzt läuft er hin. Macedo Costa. Das ist. Oh, meine Fresse. Und dann so ein Ding. Ey, dafür will ich den jetzt einen reinhauen. Mit dem scheiß Ball jetzt. Hol den Ball und gib den mir jetzt. Alter, willst du mich verarschen? Soll ich jetzt da hinten kommen und den Ball selber holen? Janko. Yes, den Ball kann dann macht man einmal einen Doppelpass mit dir, ne? Ja, toll. Jetzt ist aber die Verfallsfrist gefallen. Ohne Scheiß. Jetzt kann ich den keinen mehr reinholen. Für die Situation. Ja, was ein Affe. Was machst du dann da? Gefährlich wurde sich den Ball. Klasse. Oh, nee. Nee. Da wird er unter Druck gesetzt. Oh Mann.
Ja, geiles Was? Ding. Rausschießen ist nicht so dein Ding, ne? Ja, schade, dass der nicht drin ist, ohne Scheiß. Ja. Ich drück euch die Daumen, Freunde. Oh. Da passt er auf und geht dazwischen. Mein Gott, spiel doch einfach mal, wenn du nach außen drückst, nach außen. Chance vertan. Ja, was machst du da jetzt schon wieder? Du fängst schon wieder an, nur Kacke zu bauen. Du kannst nicht den Ball immer versuchen, durch zwei, drei Leute durchzupassen. Und jetzt, wo ich wieder weg bin, dann wird wieder nicht gepasst. Boah, ey. Also wenn da jetzt keine Veränderung kommt, oder ich mal wieder einen Geistesblitz habe. Cashco. Langsam. Oh, ich... Alter, ich sollte nur noch durchziehen, ey. Fernseher. Was denn? Hä? Mach mal den Fernseher leiser. Oder mute dich. Das ist Rocket Beans. Hallo? Was ist das? Entschuldigung. Du bist raus. Verlass sofort die Party. Nein! Du verlässt jetzt sofort die Party! Okay, ich geh raus. Entschuldigung. Du machst ihn rein. Jawohl. Ja! Goal, 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 goal! Richtig, sie brauchen ja nur Moin. Also hallo, na? Boah, wir müssen hier gerade so einen Spasti rausschmeißen, der schon wieder Schleichwerbung macht. Lass mich raten. Hat er hier Rocket Beans geschaut? So, raus. Tschüss, tschüss. Nein. Lass es. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ich wollte gerade sagen, deinem Ernst. Bin ich fast. Aber dann habe ich gesehen, dass ich in einem Online-Spiel bin gerade. Was bist du? In einem Online-Game. Ja. Ich möchte nicht, dass du so redest, ja. Da zieht er ab. Den wow. Hält er super. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Komm richtig gut rein hier langsam. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Und nun ein Schuss. Der Schuss. Brett. Ich muss ja jetzt erstmal nicht mehr springen. Da kommt der Schuss. Oh, Mann. Ohne Scheiß, ich hatte gerade überlegt, dass ich die nochmal rüberschiebe, aber ich dachte mir, nö, warum? Da dachte ich mir erst schieben oder schießen. Schießen. Den köpft er. So, natürlich, Nick. Kein Problem. Er holt sich den Ball. Oh! Sehr gut geblockt vom Abwehrspiel. Schoss. Mein Controller! Ich habe das Gefühl gehabt, dass der auseinandergebrochen ist. So hat der vibriert gerade. Kreuzmann. Trainer, wechsel mich aus. Ich bin verletzt. Den Ball holt er sich vollkommen okay, problemlos. Wieder. Jetzt schießt er. Ganz oh, Mann, ey. Wie lenkt ihr den nochmal weg? Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Schön auf der Aufnahme gefurzt. Du. Lass das habe ich auch gemerkt, dass ich gepupst habe. Hä, wie normal furzt man in Aufnahme? Wie normal? Pups. Oh. Oh, was soll das? Und jetzt wird's Einwurf geben. Standard. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Wie fliege ich und liegt da schon wieder? Schwalbkönig. Ja, natürlich. Was willst du denn von mir, Alter? Soll ich dir mal ein paar Zähne zurückklappen, Alter? Richtig gut vom Torwart, den hat er. Na, was willst du denn? Unser Torwart heißt auch Winkelstein. Ach nee, einer von denen heißt Winkelstein.
Das war einfach. Und dann wird denn wieder der Ball geschenkt, Alter. Ganz ehrlich. Du bist so ein Stück Scheiße. Du kannst nicht immer den Ball so dumm passen vom Tor. Das ist so dämlich. Als wenn du das Spiel zum allerersten Mal spielst. Und alles erklärend ist natürlich, dass du keine Ahnung vom Fußball hast. Mr. Gilbert, Alter. Guck mal, so einer schießt ein Tor gegen uns. Mann, ey. Sowas Dummes. Und dann Scheiß noch einmal, ich nehme eine rote Karte, wenn du einen so einen Pass machst. Da wird er unter Druck gesetzt. Ich muss doch nicht immer hier das scheiß Team retten. Ja. Jetzt übertreibst du mal. Ja, jetzt übertreibe ich. Zeig mir was anderes. Sehr gut gemacht, der hat den Ball. Ich kann mich ja mal. Das gerade war natürlich. Hast natürlich alles selbst erarbeitet. Habe ich auch. Kein Team hat bisher. Entscheiden die Nase vorne hier, es steht zur Pause 1:1. Sie wollten unbedingt diesen Ausgleich noch vor der Pause erzielen. Mr. Gilbert, ey. Mann. Die Statistik. Brauche ich. Boah, was machen die da immer? Also, wenn sie an die erste Hälfte anknüpfen, dann können wir uns freuen. Zweite Halbzeit beginnt. Also, das war richtig stark, was wir hier bisher gesehen haben. Zahlreiche Torgelegenheiten, zwei wirklich offensiv starke Mannschaften. Er steht gut. Ey, der hält komplett. Oh Mann! Und hier muss er auch Freistoß geben. Ja. Oh. Der Versuch war klasse und viel gefehlt. Warum muss er auf einmal so hoch? Oh ja, ein richtig. Ich zwei Balken voll gehabt. Der Schuss sah zunächst so aus, als könnte er reingehen, aber dann war er doch ein Tick zu hoch angesetzt. Ein richtig guter Versuch, aber der Ball geht über das Tor. Was ist denn jetzt schon wieder? Wie spielen die auf Zeit? Leute. Oh Mann. Warum zieht er da auch nicht richtig an? Oh, jetzt schießt er wieder ein Tor. Es ist so dämlich, es ist so durchsichtig. Oh ja, auf einmal können die auch einen Trick machen. Er läuft die ganze Zeit nur geradeaus, auf einmal können sie Tricks wie die ganz Großen. Und das ist schon wieder so ein Ding, wo ich kurz davor bin, das Scheißspiel auszumachen. Eine klasse Parade des Keepers. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Nein! Kann nicht sein. Boah. Dein Ernst. Oh, mal ganz schnelle Ausführung. Da hat wohl einer eine Idee gehabt. Da pfeift der Freistoß. Was, Schiri? Das ist doch nicht dein Ernst. Richtig, gelb. Es gibt die gelbe Karte. Setzen die sich da auseinander? Jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Dafür gab es jetzt nicht gelb. Doch. Oh, ich sehe es schon. Oh ne, die haben keine Idee. Deswegen brauchen die jetzt wieder eine Stunde. Ich glaube, in Standards hängen die sich richtig rein. Guck mal, wie lange die brauchen. Er wird hier Rotschopf vielleicht anspielen.
Alter. Janko. Wie gehen die mir auf den Sack damit? Er bleibt am Ball. Gut durchgesetzt. Mann! Wehr doch das scheiß Ding mal ab! Ey, dass der Ball immer sofort weg ist, ey, sobald die an einem dran sind. Unglaublich. Alter, wieso spielt er den so weit nach hinten? Ja, und dann antizipiert er den. Ganz einfach an den Ball. Boah. Abseits. Jetzt vielleicht. Lauf doch weiter. Dann. Ja, komm. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Und er geht an ihm vorbei. Komm. Ja! Ja! Und jetzt führt sie! Mann, ey. Pferd ist wieder ein Stück nach oben gesprungen. Ganz schön hart am Kämpfen für Liga 9, oder? Ja. Absolut. Sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Und wenn sie so weitermachen, wird es schwierig für die anderen. Das Pferd muss auch gleich nochmal springen. Ich sehe das schon. Ich dachte, der geht an die Latte. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich da nicht, das war auch ein Eindruck vom Spiel. Ja. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Hier hinten. Ah. Und den Ball wirft er direkt ein. Niemals da. Noch ein Einwurf. Vielleicht wird das Spiel abgebrochen wegen zu wenig Spieler. Boah, das ist tot. Peschko. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Oh, Mr. Gilbert da wieder. Macht wieder eine Bude. Er schießt. Was sag ich? Ja, aber mit Gaylord Gilbert macht wieder eine Bude, Mann. Ja, aber was für Lack. Mag sein, dass sie auf dem Papier unterlegen sind, aber im Spiel gleichen ja, zack, sie zack, aus. Zweimal, oh, dreimal hat er. Klasse, wie sie sich hier präsentieren. Die Partie ist offen. Boah, ist der hässlich, Alter. Alles wieder offen hier. 2-2. Mit dem Ball am Fuß. Ja, komm, Alter. Brich ihm das scheiß Knie, man. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Torhüterleistung, die man ganz, ganz selten. Peschko. Jetzt könnte der Pass kommen. Jetzt haben sie. Zieh doch einfach mal an! Immer dieses Stehenbleiben, ey. Ich muss ganz langsam laufen. Boah, gib mir so. Was soll das? Was soll diese Scheiße? Mann, ey. Das regt mich so auf, dieses Kackspiel gerade. Der kann das nicht einfach immer so in die Länge ziehen, wenn man einmal eine halbe Stunde vor X gedrückt hat. Oh. Komm, ja, einmal, komm, am besten noch einmal wieder zurück wursteln. Und dann ist er auf einmal wieder drin. Kontrolle wie 10 auf einmal über den Ball. Noch 5 Minuten und das könnte jetzt hier nochmal richtig spannend werden. Sehen wir noch den Lucky Punch? Sehen wir hier noch den Lucky Punch? Ja, sehen wir. Von Mr. Gaylord, Alter. Ja, Mr. Gaylord, Mr. Gaylord. Steh auf! Ja, Mann, ey. Was ist hier auf einmal los? Die haben im ganzen Spiel erst 10 Schüsse gemacht und auf einmal machen die innerhalb von 20 Sekunden 30. Geht hier noch eine Mannschaft ins Risiko. Der nächste Treffer. Ja, antizipier Gott da mit der Gelben. Pein! Oh, weint er. Oh, noch, ja, noch rot. Eine dumme Aktion, Wolf, das kann man nicht anders sagen. An der Stelle so reinzugehen, da ist er selbst schuld. Selbst schuld. Er geht dazwischen, das hätte es sonst sein können. Oh, Mr. Gaylord kommt gleich wieder. Das wäre sonst eine gute Gelegenheit gewesen. Ne! Nein!
Das ist so typisch in so einem Spiel. Echt. Oh, nicht Mr. Gaylord, ey. Ja! 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 Du Stück Scheiße! Und jetzt, come on! Jetzt hauen wir den da noch einen rein. Komm, 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 komm. Auch 5 Minuten wieder Nachspielzeit, ne? Wieder 5 Minuten. Wichtig, dass er hier aufpasst. Das war die Chance auf die Entscheidung, oder wäre es zumindest gewesen. Ja, auch wo springe ich ganz hin? Starke Leistung. Er findet den Mitspieler. Es ist nach wie vor extrem. Ey, Mann! Oh, ey. Wenigstens aufgestiegen. Boah, ey, Mann, Mann, Mann. Jetzt erstmal wieder runterkommen. Oh. Ja, gut. Dann machen wir Feierabend. Bis zur nächsten Folge bei Road to Division 10. Ciao.